Die Sonderausstellungen der Oldenburger Museen stehen oft im Fokus. Doch auch die festen Sammlungen der Häuser verdienen besondere Beachtung. Antje Tietgen, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Horst-Janssen-Museums, stellt einige Stücke vor, die man sich bei einem Besuch in ihrem Haus nicht entgehen lassen sollte. Dies ist hier das größte Objekt im Horst-Janssen-Museum, das Arbeitszimmer von Horst Janssen. Janssen hatte sozusagen zwei Arbeitsbereiche. Einmal bei sich im Mühlenberger Weg in Hamburg-Blankenese, dort wo er gewohnt hat. Und seit dem Jahr 1987 auch in seinem Verlag, im Verlag St. Gertrude in Hamburg in der Goldbachstraße. Das ist eine ehemalige Polizeikaserne und hier ist er morgens sozusagen zur Arbeit gefahren und hat dann auch abends seine Arbeit beendet. Und es war, glaube ich, eine ganz inspirierende Zusammenarbeit dort direkt im Haus mit dem Verleger gemeinsam, denn dort sind auch die großen Bildbände zu Janssens Werk entstanden in diesen Jahren. Zu sehen sind Radierplatten von Janssen, Lithosteine von ihm, es sind Arbeitsmaterialien, aber auch Zigarettenkippen beispielsweise in den Blumentöpfen, die Sie hier sehen. Es ist ganz authentisch wieder hier aufgebaut worden, dass man direkt einen Eindruck von der ihn umgebenden Arbeitsatmosphäre sehen kann. Zu den Lieblingsmotiven im Horst-Janssen-Museum zählen insbesondere die Tierdarstellung und die Blumenstillleben. Das merken wir immer, dass die Besucher tatsächlich danach fragen, denn hier in unserem wechselnden Dauerausstellungsbereich können wir natürlich nicht immer dieselben Motive zeigen. Jetzt über den Sommer zeigen wir Tiere von Horst Janssen. Hund, Katze, Maus heißt die Ausstellung und es begegnen dem Besucher neben dem Hund, der Katze und der Maus noch vielerlei andere Tiere. Janssen selbst war ja auch Tierbesitzer. Er hatte immer Katzen in seinem Haushalt und dadurch kam es natürlich auch zu der Begegnung mit toten Vögeln, die zum Teil auch dann zu Motiven wurden seiner Arbeiten. Und hier beispielsweise in diesem fast fertig ausgeführten Ausstellungsplakat, welches er für den Kunstverein in Hamburg geschaffen hatte. Das ist hier das Tagebuch der Amaryllis von Horst Janssen. Das ist das wertvollste Stück, was wir hier im Haus haben. Es ist vor ein paar Jahren für einen hohen Preis hier fürs Haus angekauft worden. Das Tagebuch der Amaryllis ist eine Blei- und Farbstiftzeichnung von Janssen, die im Jahr 1981 entstanden ist. Und zwar ist es im Grunde eine Zeichnung, die über 2 Wochen angefertigt worden ist. Und zwar im Januar 1981, zur Zeit der Amaryllis, wenn die Amaryllis blüht, hat Janssen eine Amaryllisblüte beobachtet und abgezeichnet. Von der Öffnung der Knospe bis zur ganz offenen Knospe und am Ende, wie die Knospe innerhalb der nächsten Tage verblüht. Schön ist es, dass Janssen immer so wunderbare Titel für seine Arbeiten gefunden hat. Der Titel Tagebuch der Amaryllis, also wie hat sich die Amaryllis von Tag zu Tag verändert? Wie ist der Zustand der Amaryllis? Wie hat er sich entwickelt? Also ein sehr sprechender Titel für diese Arbeit. Und also wir finden, dass dieses Blatt auch tatsächlich zu den wichtigsten Arbeiten Janssens gehört. Zählt zu den Blumenstillleben, ist sehr beliebt bei den Besuchern. Jetzt hing es über das Frühjahr hinweg hier im Janssen-Museum und ist wohl die nächsten 2-3 Jahre erstmal nicht wieder zu sehen. Also das Horst-Janssen-Museum hat viele verborgene Schätze in seinem Depot. Also Arbeiten, die wir sehr, sehr selten aus den Schubläden ziehen, aus den Kisten nehmen, aber die dennoch da sind. Das sind vorwiegend auch Manuskripte, Briefe von Janssen. Es sind Postkarten, die er geschrieben hat, die an ihn geschrieben worden sind. Es sind zum Teil auch Kleidungsstücke noch aus seinem Besitz. Es sind Dinge, die auf seinem Dachboden standen, in seinem Haus in Hamburg-Blankenese. Es sind aber auch solche kleinen Basteleien beispielsweise, die Janssen für eine seiner Lebensgefährtinnen angefertigt hat, für Birgit Jacobsen in diesem Fall in den 70er Jahren. Das sind
Da haben wir eine ganze Vielzahl von kleinen Gläsern, die befüllt sind, kleine Morgenbriefchen, Leporellos mit Liebesgrüßen zum Frühstück. Alles ganz, ganz liebevoll gestaltet. Und das ist natürlich tatsächlich unser Schatz, aus dem wir immer wieder etwas greifen können, was ergänzend für Ausstellungen genommen werden kann, was aber auch natürlich viel über den Künstler Jansen aussagt und über auch tatsächlich seine Person und wie er auch mit seinen Mitmenschen umgegangen ist und tatsächlich auch ein bisschen auf sein Innerstes schließen lassen. Die kleinsten Objekte, die wir von Horst Jansen im Museum haben, sind drei Streichholzschächtelchen, die er mit Perlen, mit Samen, mit kleinen getrockneten Blumen und auch hier mit farbigem Papier gestaltet hat. Sie sind bezeichnet mit der Morgen, mit der aufgehenden Sonne, der Mittag, mit der Sonne, die oben am Himmel steht, und der Abend auch bezeichnet mit einem Mond. Das sind Bastelarbeiten, die Jansen Mitte der 70er Jahre angefertigt hat für einer seiner Lebensgefährtinnen. Und ja, werden hier wie ein kleines Kleinod, wie ein Schatz gehütet. Um von meinem persönlichen Lieblingsstück zu sprechen, fällt mir wirklich schwer bei Jansen. Also es gibt in jeder Werkphase von ihm für mich eigentlich einen Favoriten. Ausgewählt habe ich jetzt allerdings eine Zeichnung, ein Selbstporträt von Jansen, die ausgeführt ist in Blei und Farbstift aus dem Jahr 1974. Jansen war da so Mitte 40. Man sieht schon, das Haar ist strubbelig, es ist angedeutet seine Brille, die uns ja seit den 60er Jahren immer wieder auf seinen Arbeiten, auf seinen Selbstporträts begegnet. Insgesamt sind übrigens ca. 2000 Selbstporträts von ihm sozusagen geschaffen worden. Für ihn war das so eine Bestandsaufnahme seiner selbst. Also er hat durch die Selbstporträts, die er gemacht hat, auch seine Zustände mit aufgenommen. Hier diese Arbeit beispielsweise heißt Karfreitag veredelt. Karfreitag, also wir sind in der Nähe des Osterfestes. Jansen, der die Feiertage nicht so sehr liebte, hat häufig Arbeiten tatsächlich um Weihnachten herum und um Ostern herum auch geschaffen. Und er hat durch diese Zeichnung halt sein Osterfest veredelt und es hat sich so ganz pur, so wie er ist, dargestellt, ohne Maskerade, ohne Grimasse, wie wir es vielleicht von anderen Porträts kennen, sondern einfach nur Jansen. Also bei diesem jüngsten Stück hier im Horst-Jansen-Museum handelt es sich nicht um eine Arbeit von Horst Jansen, sondern um eine Arbeit von Tobias Dostal. Tobias Dostal ist der letzte Horst-Jansen-Grafikpreisträger, denn das Horst-Jansen-Museum lobt gemeinsam mit der Klaus-Hüppe-Stiftung alle drei Jahre den Horst-Jansen-Preisträger der Klaus-Hüppe-Stiftung aus. Das ist ein junger Künstler, der grafisch oder auch auf Papier arbeitet, aber in diesem Fall jetzt ja hier auch sozusagen schon grafisch, aber auch ein anderes Medium genutzt hat. Der wird belohnt mit einer Ausstellung hier im Horst-Jansen-Museum, der Gewinner des Horst-Jansen-Grafikpreisträgers, und eine Ausstellung, einem Katalog und mit einem Preisgeld von 20.000 Euro. Und damit ist der Horst-Jansen-Grafikpreis tatsächlich einer der höchst dotierten Kunstpreise innerhalb Deutschlands. Und das Horst-Jansen-Museum kauft natürlich immer eine der Arbeiten des jeweiligen Künstlers an. Diese Arbeit ist hier seit dem Oktober vergangenen Jahres im Haus. Zu Jansens ältesten Stücken hier im Haus zählt sicherlich diese Zeichnung aus dem Jahr 1947. Jansen war in dieser Zeit Student an der Landeskunstschule in Hamburg und wohnte bei seiner Tante Anna in der Warburgstraße, und dies zeigt den Blick aus Tantchens Fenster. Es ist eine Tuschfederzeichnung, die einfach die Straßenszene damals in dem Hamburg
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erfasst. Uns werden oftmals Arbeiten von Janssen zum Kauf angeboten oder als Dauerleihgabe oder dass wir sie in den Bestand auch als Geschenk aufnehmen. Da freuen wir uns natürlich. Und wir sehen uns als Sammel- und Forschungsstelle von Arbeiten von Janssen und sind natürlich auch immer bemüht, inhaltliche Zusammenhänge innerhalb seines Werkes durch diese bereichernden Arbeiten herstellen zu können.